So, liebe Leute, es ist Spieltag gegen Uerdingen. Warum sind da zwei? Ach so, ja, okay. Ja, ich hatte noch was. Okay. Ja, gegen Uerdingen, ein Heimspiel. Das System ist super. Es gefällt mir echt gut. Aber ich wechsle jetzt nochmal ein bisschen. Ich würde gerne mal Grimaldi eine Pause geben und auch Cafaro, weil die ein bisschen angeknackst sind. Dafür fängt Ziereis an, der ist genauso angeknackst. Trotzdem, wir versuchen das jetzt einfach mal und die können ja dann noch nachkommen, sollte es nötig sein. Ansonsten kann das hier eigentlich so bleiben. Wir haben ja letztes Spiel auch schon ein bisschen rotiert. Dann lassen wir das jetzt einfach mal so. Und ja, dann wird das jetzt mein erstes Spiel seit längerer Zeit. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt. Ich glaube, das ist jetzt tatsächlich das erste Spiel, was ich habe. Ja, dadurch, dass ich dieses Origin-Ding habe, womit ich das früher spielen konnte. Das kam ja letzten Freitag raus und da war ich schon weg. Verrückt. Also hoffentlich kamen da keine Patches, die das total über den Haufen geschmissen haben. Stadion ist gut besucht. Und die Fans machen richtig Radau. Die Musik ist ohrenbetaubend. Ohrenbetaubend. Oh Mann. So, jetzt ist das Stadion auch ein bisschen besser gefüllt. Ach, damit kann man doch jetzt arbeiten hier. Ist ja ausverkaufte Hütte. Geil. Dann müssen wir denen jetzt auch was bieten. Versuchen wir es mal. Heute hoffentlich ohne Gegentor. Wäre mal ein Fortschritt. Das war so nicht geplant. Moll passt auf. Moll passt nicht auf. Beziehungsweise ich passe nicht auf. Aber Salah ist da. So. Was geht jetzt hier? Das war schön. Das war noch schöner. Und da oben ist Kaga. Oh nein! Und Vollert fängt ihn noch irgendwie ab. Aber super Kombination. Boah. Respekt. Muss man erstmal so halten. Okay. Ich glaube, Steinhardt kriegt noch eine Chance. Da unten ist Salah. Der natürlich alles andere als ein Kopfballspezialist ist. Darf man trotzdem aufs Tor bringen. Aber naja. Macht er ja jetzt nichts. Ja, Mölders, von dem würde ich heute gerne ein bisschen was sehen. Vielleicht eine Reaktion auf die Tatsache, dass er auf der Transferliste ist. Wenn der jetzt 10 Tore schießt, dann überlege ich mir das nochmal. Moll. Lässt sich da irgendwie beeilen. Huch! Hallo? Ich hatte eigentlich passen gedrückt. Das war jetzt weird. Abruscher passt aber auf und jetzt Kontersituation für uns. Mölders, das war kein guter Ball. Das war leider überhaupt kein guter Ball. Stimmt, bei Uerdingen spielt ja auch der Maxi Beister. Kennt man ja, ich würde ja auch sagen, jetzt den kennt man ja aus Mainzer Zeiten. Aber gespielt hat er ja nicht wirklich, von daher gesehen. Gibt es da wenig zu kennen. Das heißt, Mölders, hoffentlich macht er den besser. Ja, das ist gut. Schön. Schönes Direktpassspiel und Kaga mit dem Selbstvertrauen, was er hat. Guter Versuch. Voll, Jungs. Schön unter Druck. Schöne Gegner unter Druck setzen, weil das wäre wichtig. Ich raff gerade gar nichts, gell? Das ist gerade ein bisschen zu schnell für mich. Was passiert hier? Nein! Schade. Schade, dass der nicht durchkommt. Das wäre gefährlich geworden. Großkreuz ist auch da. Uerdingen hat echt Prominenz auf dem Spielfeld. Ja. Bis auf Dörfler und der ging sonst wohin. Ja.
Oh Mann. Richtig eng hier. Muss ich mal ein bisschen den Befreiungsschlag auspacken. Das sind alles ziemlich riskante Pässe. Leider. Und als Konsequenz hat Oeding den Ball und der läuft gut. Und Döffler. Wow. Da hat nicht viel gefehlt. Der war richtig gut. Ja, sau stark, Mölders. Genau sowas brauchen wir hier. Das ist auch super. Salah macht seinen Job. Die beiden Stürmer im Mittelfeld. So ist das natürlich nicht gedacht. Da ist Kirin Moll. Und da ist Abruscha. Abgefällt schon als Türk. Aber... ja, besonders gefährlich. Ich weiß nicht, ob der besonders gefährlich geworden wäre. Ist gerade ein bisschen tricky, die Phase. Wir kreieren nichts wirklich Gefährliches und Uerdingen schon. Und mal wieder geht der Gegner in Führung. Das ist so abgesprochen mit den Entwicklern von FIFA. Das war unser Deal. Die Gegner schießen erst ein richtig, richtig gutes Tor. Ich meine, sowas, das ist ja auch Annahme und dann Volley direkt hier, ja, dann ab geht's. Das ist normal in der dritten Liga. Das ist so. Das wurde reinprogrammiert. Und dann fange ich an mit dem Tore schießen. Ja! Und der Schiri ist ziemlich großzügig heute. Das hätte man auch durchaus pfeifen können. So. Das reicht mir jetzt so langsam. Mölders wieder mit einem Ballverlust. Das war stark. Komm, Kaga, das ist deiner. Super. Jawohl, Mölders. Setz dich durch. Mölders! Okay. Warum nicht gleich so? Mit dem schwachen Fuß. Bam! Da machst du gar nichts. Der war ja sowas von drin. Ich habe gerade irgendwie so ein komisches Knistern auf den Ohren. Seitdem der Treffer gefallen ist. Ganz komisch. Jetzt ist es weg. Komisch. Ich habe generell gesehen, als ich mir die Videos mal angeguckt habe, ab und zu flackert da mal so ein Standbild auf. Ich habe keine Ahnung, warum das ist, was das da soll. Und dementsprechend habe ich auch keine Ahnung, was ich dagegen tun soll. Ich mache das hier jetzt ja auch noch nicht so lange. Von daher gesehen, bitte vergib mir irgendwelche technischen Schwierigkeiten. Ich bin nur hier, um zauberhaften Fußball zu spielen. Das Knistern ist wieder da. Das nervt. Und das nervt noch viel mehr. Daube mit viel Platz. Da habe ich den Schussweg mal geblockt, sicherheitshalber. Weber mit der nächsten Einladung zum Schießen. Alex überlegt gemacht. Ah. Ja, der Pass muss halt einfach ankommen, Abruscha. Das ist... Das war jetzt echt blöd. Das war jetzt richtig unnötig. Und das wird hoffentlich nicht gefährlich für uns. So, Abruscha darf den Ball wieder verteilen. Der kommt auch nicht an. Das ist aber auch ein bisschen Mölders geschuldet. Aber das war dann eher seiner Bewegung geschuldet. Oh, Kaga! Gibt einen für Uerdingen.
die den Ball richtig gut laufen lassen. Und Dörfler. Puh. Und da wird's kritisch. Dieser Dörfler. Hat mir besser gefallen, als er daneben geschossen hat. Meine Herren, ey, was für Dinger. Ah, ja, gut. Den musst du erstmal halten. Das ist gar nicht so leicht. Ich stelle jetzt mal auf Offensiv. Und es ist Halbzeit. Ich bin am Überlegen, Cafaro zu bringen. Für Abruscha. Ach so, weil es auf Offensiv steht, ist das hier alles durcheinander gewürfelt. Nervig. Aber hoffentlich jetzt mit Cafaro ein bisschen griffiger nach vorne. Nicht so viele Chancen erarbeitet wie die letzten Spiele bis jetzt. Aber Uerding hat halt auch einfach gute Spieler. Kann man nicht anders sagen. Keiner will Dörfler angreifen so richtig. Oh. Doch nicht dahin. Ich meine, es hat funktioniert, aber ja, sollte natürlich nach unten. Weil Kaga da schön frei war. Das macht Uerding leider saustark. Oh nein. Mann, jetzt... Wo geht der denn hin, Jungs? Auf geht's jetzt. So. Tja, ist jetzt. Oh Mann! Kommt schon! Das hat doch bis jetzt so gut geklappt. Was macht Salah im Mittelfeld? Oh Mann. Optimistisch. Ja. Ach, kann er jetzt auch nicht so viel dafür, der Lex. Das hat er eigentlich schon gut genug gemacht. Boah. Allmählich werde ich unruhig. Ich hätte jetzt gerne ein Tor. Mann, wieso geht Ziyech denn da so weit rein? Der soll doch außen lang. Na gut, noch haben wir die Möglichkeit, offensiv zu wechseln. Oh, was ist das für ein Pass? Moll hat gut angefangen, aber jetzt allmählich... Man setzt er sich da durch. Kaga setzt sich hier durch. Tja. Das wissen sie jetzt wahrscheinlich selber nicht, wie sie das klären konnten. Cafaro aus der Drehung abgefälscht. Und dieses dämliche Knistern geht nicht wirklich weg. Ich schmeiß mal Moll raus. Ist dann auch. Komisch. Lex. Durcheinander im Strafraum. Okay, jetzt kann Salah den Ball pflücken. Ach. So einfache Ballverluste. Sind natürlich auch ein paar riskante Pässe dabei. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Schlechtes Timing. Kommt schon, was ist das für eine Passquote, Cafaro? Ja, und Uerding verteidigt gut. Leider. Kann man leider nicht anders sagen. Ich bringe jetzt Grimaldi. Das ist mir sonst zu riskant.
lass mal Mölders weiterspielen. Der macht mir irgendwie ein bisschen gefährlicheren Eindruck. So, Jungs, jetzt, toll. Aber Cafaro ist zum Glück da. Macht das auch super. Und die kriegen einfach immer was rein. Und es gibt Abstoß. Oh nein. Boah, Alter, was haben die für ein Anlaufverhalten? Das ist ja der Hammer. Und Großkreuz stellt sich. Das ist so simpel. Die verteidigen das so gut weg hier alles. Und haben auf einmal irgendwie eine gefühlte Überzahl da im Mittelfeld. Auch das, das ist einfach schlecht. Wo sind denn meine Spieler? Ich verstehe es nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Oh. Kommt schon, Jungs. Es geht besser. Ihr habt es doch schon besser gemacht diese Saison. Ach. Die spielen es einfach richtig stark. So, jetzt Grimaldi weiterleiten. Schade. Stark. Kommt jetzt. Das ist die Chance. Wer muss es sein? Und er geht an den Pfosten. Lex, zweite Chance. Grimaldi. Ja, und dann fehlt das Glück. Und es gibt Einwurf. Ja. Was macht jetzt die Formation hier? Schauen wir nochmal nach. Ah ja. Geht halt nicht anders. Versuchen wir es mal. Warum, Weber? Und er verletzt sich. Okay, macht er nicht. Was? Boah, Alter. Das ist so krass, wie die verteidigen. Was ist das denn für ein Pass? So. Cafaro, unten ist Lacazette ganz frei. Nimmt ihn mit Ruhe an und haut ihn sowas von daneben. Ah, ja, die Chancen sind da. Aber Glück und Können reichen bis jetzt nicht. Aber vielleicht kriegen wir noch den Lucky Punch. Als ob ich ihn zu Cafaro spielen wollen würde. Was? Ich will ihn doch einfach nur in die Mitte legen. Was macht Grimaldi da hinten? Hat überhaupt nichts zu suchen. Lex! Auch abgefälscht. Oha, Torwart ist mit vorne. Das ist sehr gut. Kann aber auch sehr schlecht sein! Mölders, mach ihn doch einfach rein! Oh Mann! Tja. Grimaldi ist immer noch im Mittelfeld. Ich verstehe nicht, was das soll. Und jetzt ist Jesil da. Er geht zum Glück daneben. Ist Grimaldi im Mittelfeld aufgestellt? Er ist doch vorne. Ich habe mich verdrückt. Alter. Und das war's. Das war's leider. Oder? Fall doch nicht hin. Steh doch auf. Ah. Was ein Mist. Was ein Mist. Das war leider nix. Das heißt, es war nix. Das ist, wir haben jetzt nicht total schlecht gespielt, aber
wenn du deine Chance nicht machst. Was ist das für ein dämliches Knistern? Das ist recht lustig, wenn ihr das nicht hören würdet. Ja, da ging es schon los. Wenn der reingeht, dann ist das ein ganz anderes Spiel. Die Chancen waren da, ich habe sie nicht reingemacht. Mit dem Pfosten war auch ein bisschen Pech dabei. Und wenn man die Statistiken so sieht, dann geht das auch auf dem Papier in Ordnung. Ist aber trotzdem ärgerlich, weil ein Punkt wäre drin gewesen. Mist. Also nicht der Sprung an die Spitze, aber wir sind immer noch oben dabei. Das ist die Hauptsache. Naja. Irgendwann muss ja die erste Niederlage kommen. Ach, ärgerlich. Aber okay. Abhaken. Jetzt kommt wieder ein bisschen Transfergedöns. Und ja, wie gesagt, falls ihr da noch Ideen habt, immer her damit. Ansonsten vergebt meinem Rage während des Spiels. Ich hasse es zu verlieren. Aber gut, wer verliert schon gerne? Es war jetzt gerade eben, war in Ordnung so. Und Hauptsache, wir haben ein paar gute Ansätze gehabt. Und die, ja, ein paar davon gehen ja auch normalerweise rein und dann verliert man das auch nicht. Aber gehört dazu. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge. Tschüssi!